Willkommen zu Die Sims 4. Christian scheint hier gerade sich, Gedanken zu machen, was er ganz alleine mit dieser verrückten Nudel da draußen anstellen soll, die stundenlang die Luft unterhält und keiner ihr auch nur annähernd zuhört. Und ja. Da scheint er sich sehr unwohl zu fühlen. Auf jeden Fall hat halt Alana hier im letzten Part fleißig an ihrem Mikrofon ihre Comedy ausgebaut. Jetzt ist sie gerade dabei, den Garten zu pflegen. Und Christian, ja, der steht hier im Badezimmer herum und weiß mit sich nichts anzufangen. Die anderen sind auf der Arbeit oder in der Schule. Und wir haben halt im letzten Part so ein bisschen die Beziehungen gepflegt. Also wir haben Christian mit Silas rumflirten lassen und Alana hat, weil sie das brauchte, mit Don rumflirten lassen. Und Christian hat sich einfach frech in das Bett von Johnny gelegt gehabt am Abend. Aber naja, das sind halt die kleinen Problemchen des Alltagslebens. So, und wir wollen ja dann heute gucken, dass wir mit Alana und wir nehmen auch hier Christian mit in die Lounge. Und mit unerfreulicher Umgebung. Mach schon weniger Müllpflanze. Yes. Aha. Naja, okay. Sie macht jetzt erstmal Gartenpflege. Christian, gucken wir mal, was braucht er für einen Job? Da hat er alles. Ja, er muss die Fitnessfähigkeit au weiter ausbauen. Aber erstmal macht er hier das schöne Waschbecken sauber. Und er hat Mordshunger. Dann kann er ja mal direkt was kochen. Nehmen wir. Was soll er denn mal kochen? Ach, mach mal Spaghetti. Das wirst du doch hinkriegen, oder? So schwer darf es dir eigentlich nicht sein. Solange du halt dafür sorgst, dass genügend Wasser und Salz an die Nudel herankommt. Oh, das war wohl nix. Ja. Das musst du noch üben, Junge. So, und jetzt alles da rein. Und wo sind die Stöcke? Das wird doch schon wieder nix, schätze ich mal. Oder überraschst du und du machst die Spaghetti lecker? Na? Ja, schön. Die sind ja doch was geworden. Und was sind sie denn? Gut. Naja, besser als verfärbt. So, dann schieben wir das da rein. Danach kannst du eigentlich jetzt hier. Ist da hier auch was Besonderes? Laufen ohne Schweiß an die Grenze, Berglauf. Kunst gesucht. Eine neue Galerie bittet um Kunstwerke. Don weiß, dass die letzten Präsentationen dort eher
traditionell war. Doch er ist gerade damit fertig geworden, sich für eine Serie mit dem Titel Du bist mein Sonnenschein in Senf eingeschmiert auf einer Leinwand zu wälzen. Soll Don die ausgefallene Werke einreichen oder auf Nummer sicher gehen? Ja. Wenn das halt die letzte Präsentation. Ach, er soll mal sein Ausgefallenes machen. Ja. Die Galerie findet, dass das Werk sehr zum Nachdenken anregt und das dazugehörige Restaurant verdoppelt während der Präsentation den Hotdog-Verkauf. Mittelgroße Verbesserung. Sehr schön. Gut. Dann kannst du jetzt mal hier, so lange wie Alana hier noch rumwurschtelt, kannst du da Gewichte stemmen. Jetzt haben wir 12 Uhr. Dann müssten wir auch mal mit Alana hier mal so ein bisschen, müsste sie ja jetzt können. Ableger nehmen, ja. Dass wir hier halt paar Pflanzen kreuzen, um auch Zeit mit der Zeit zu sparen. Weil auch wenn keine neue Pflanze bei herauskommt, ist es ja so, dass dann halt, ja, also das weiß ich halt aus einem meinem privaten Spielstand, da bin ich schon etwas weiter mit der Gartenpflege. Wenn man bestimmte Pflanzen miteinander kreuzt, dann kommen besondere Pflanzen raus, aber bei den anderen, da kann man dann praktisch Salbei und Basilikum zum Beispiel zu einem Strauch machen. Das heißt, an einem Strauch wächst dann beide Sorten. Sprich, man könnte seine Arbeitszeit sehr gut reduzieren. So, und dir geht's auch gut? Ja, ne? Wie weit bist du denn da mit deiner Fähigkeit? Bei 44%. Bei dir sieht das ja schon sehr einfach aus. Aber er muss ja, damit er hier, ups, hier, Leute trainieren kann, muss er das ja erstmal auf Level 10 bringen. Weil erst ab da kann man ja Leute unterrichten. Lupp. Lass aber nicht zu früh los, sonst schnellst du hier durch die Decke. Und dann können wir dich aus dem Zimmer von Johnny rauskratzen. So, wie sieht's denn? Die Anlage ist noch in Ordnung. Gut. So, wen haben wir denn hier? Der ist traurig. Der Daniel Jensen. Und achso, den. So, okay.
Ach ja, wir könnten ja mal hier weiter. Wie sieht denn überhaupt unsere Sammlungssache aus? Ja, ein paar Frösche können wir noch gebrauchen. Ja. Da können wir auch noch ein paar gebrauchen. Ja, müssen wir mal wieder jemanden losschicken. Ja, jemand muss mal angeln. Ja, müssen wir mal hier weiter daran arbeiten. So, wie sieht's denn aus, Alana? Zeig mal. Die brauchst du noch nicht zu düngen. Weiterentwickeln. Hallo, kleiner Mann. Gut, dann kannst du auch direkt hier mal Hausaufgaben machen. Nee, warte mal. Quatsch. Du musst ja noch dreimal Zusatzhausaufgaben und ach, Bücher. Okay. Dann kannst du doch jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Ja, sonst siehst du ja recht gut aus. Was ist denn an Hausaufgaben so lustig? Müsst ihr über Witze ein Referat halten? Du musst dich jetzt schon schlapp lachen. Sieht ja schon recht gut aus. So, was hast du denn? Hast du irgendwas? Nein, du hast nichts im Inventar. Rubin. Haben wir schon ein Rubinchen hier irgendwo rumgammeln? Das ist auf jeden Fall keins. Rubin, ja gut. Dann kannst du das. Hausaufgaben. Meine Güte, geht das flott bei dir. Dann kannst du Zusatzhausaufgaben machen. Dann kannst du das hier. Das mal anrufen. Und Zitrin. Zitrin. Bist du ein? Ja, dann kannst du auch da mal. Ach so, auf dem Trainingsgerät kannst du auch das machen. Okay. Und Alana, wie weit bist du? Hey, bist ja gleich durch. Und da kommt Don nach Hause. Vips Wabitabi, Tharpthenic, Dann kannst du Oma, eigentlich Parsifae das Probin, Amino, öffnen. Quarkorbin. Phenosobatinae, Yaflor Trieb. Superblattfrosch.
hat er noch im Inventar? Dann gucken wir mal. Haben wir denn Super Erdforsch? Nee. Super. Dann kommt. Oh, Entschuldigung. So. Zack. Und jetzt gucken wir hier unten bei den Figürchen. Er hat ja ein Figürchen hervorgebracht. So. So. Haben wir anscheinend noch nicht. Wo platzieren wir den denn mal? Kommt's einfach hier mit hin? So, dann hätten wir einen weiteren kleinen Figürchen. So, der kann auch nochmal Schatzsuche machen. Dann kannst du eben deinem Sohnemann helfen. Aha. Yemfo. Zappen Quarjabin. Shimre. Monsivsarde. Parsifafro. Bimino. Quar Gorbin. Rubin ist. Bulain Nagelna. Schmoon. Nubim Shorg. Vips Wabitabe. Trolin. Ho! Auf Geist. Klarn. Spuren von. Auf. Okay. Okay. Agadol. Fizak. Rig Shuning. Stop it. Sneebo. Ah. Dann könnten wir das ja eigentlich. Anduma Ganira. Denica Sentinel. Das Nico's Grande. Waste. Yibs, Brinke Kimbao, Paripe. So, dann kannst du eigentlich hier etwas lesen. Und du, mein Junge, gehst mal hier an deine Staffelei Rahmen und dann kannst es an Sammler verkaufen. Und dann kannst du hier Weltraum. Und jetzt müssen wir uns wieder für eine Laufbahn entscheiden. Weltraumranger. Das Weltall ist wild und widerspenstig. Ein bisschen zu widerspenstig. Die Besetzung einer Stelle bei der Planetenpatrouille stellt sicher, dass das Weltall auch für zukünftige Generationen sicher bleibt. Zu den Belohnungen gehört das Raketenschiff Apollo. Aha. Oder interstellarer Schmuggler. Der Sim, der die meisten Sterne einschleust, macht sich die unregierte Grenze zu Vorteil. Nimm jede Arbeit an, vor allem solche, die nicht an
am Boden enden. Zu der Belohnung gehört Opas Raketenschiff. Nee, wir nehmen dann 109. Na gut, da würde man zwar mehr verstehen pro Stunde. Aber hier arbeitet man halt von 10 bis 18 Uhr. Und hier würde er erst am Nachmittag anfangen zu arbeiten. Ja. So, Silas wurde befördert und ist jetzt Planetenpatrouille. Er verdient jetzt 60 mehr, also 179. Er hat zudem folgenden Bonus, 1790. Bausatz, bastelt deine eigene Rakete. Rezept für Weltall in der Energy Drink. Ab 10 Uhr. Ja, okay. Gut, dann kannst du hier... Er ist jetzt zu angespannt dafür. Oh Mann. Gut. Was machen wir denn jetzt mit dir? Dann gehst du erstmal hier verwenden und dann kannst du Schaumbad nehmen. So, was willst du? Baby machen mit Alana. Mal sehen. 3 Stunden was vorlesen. 1 Stunde hast du. Gut. Spielzeug kaufen. Und romantisch Fernsehen. So. Die hat Hunger. So, dann zieh dich mal um. Alltagskleidung. Und du musst jetzt Charisma-Fähigkeit erreichen. Okay. 7 Freunde haben. Okay. Tja. Freunde. Dann müssen wir wohl mal mit ihm paar Sachen wohl machen. Dann Kontakte knüpfen, chatten mit, so, Alana isst jetzt. Er ist wegen düster, ist er traurig. So, dann wollen wir anschließend mal mit Alana. Ach, jetzt musst du ihn natürlich gleich noch duschen. Drei Stunden ist dennoch angespannt. Mach mal hier. Ich hoffe ja, dass er mal hier Kimmel, where's Jabby?
Was liest du denn da? Bamwosa, Bamwosa, Quimble, Kapuna, Skunomissa, Bamwosa, Bamwosa, ja. Finuza, Yebor, Agonor, Oh, Yassa Benosta, Kapuna, Skunomissa, Galimpoposa. So, dann reisen wir einfach jetzt mit ihr. Keine Verbindung? Doch. So, einmal hin. So, weil sie muss ja jetzt eben Trinkgeld verdienen. Und dann könnte sie ja, wenn sie das recht zügig macht, kann sie dann ja auch schnell wieder nach Ruhe. So. Ah ja. Gut. So. Dann einmal bitte nach oben. Dann komm mal hierher. Alles alte Leute. Bartem? Ist heute Seniorentreff? Sieht danach so, aus. Miku. Plon. Rog. Starbo. Pator. Oh, ja, bei Horm. Avatar, Oder macht das Altenheim einen Ausflug? Ribs, Eva, Brabna, Greedy, Pongi de Fween. But he, Droba Buset, Buset, Kimba, Darfy, Inja, Inja. Na dann mach mal hier. Droba Buset. Buset. Pator. Damsa Flozit. Hispa. Aniba. Chalib Miku. Plon. Oh, Plon. Starbo. Droba Buset. Buset. Chimna Behi. Ruf sie mal herbei. So, hehehe. So. Und dann kannst du anschließend hier Auftritt geben. Katze, Katze, Katze. Hihihi. So, so. Schwabi Glarb. Sie hat das. Was hat eine Katze mit einer Kuhpflanze zu tun? Ach, die Katze knabbert immer an der Kuhpflanze und die Kuhpflanze verschlingt sie dann und spuckt dann einen Hund heraus. So. Nochmal bitte, dann mach sie jetzt hier. Suchin Well, Pando, Samso, Tobana, Fume, Apisan, Seep, it's a Frange, Tornero, Skiba, Rau ist für die Schäden, Nate, Oops, Rimple, Chibbe, du. Na, kommt noch jemand und hört dir zu?
weil nur dadurch kannst du ja Trinkgeld verdienen. Pepto, dann Lamas. Danach das. Und dann machst du nochmal Katschen. Und das nochmal. Branka Flanobo. Lisser Quack. LeVar. Oh, Lavina. Vina. Zeppelin. Latina. Vimpa Vimpa Vimpa. Sarbox. Vimpa Chesh. Marlena. Larafa. Was. Shupaza. Quiz. Udaba. Ternoy. Yanabi Varo. Na, hast du schon 184? Na? Der Katze kommt nicht gut an, Madame, die hauen immer ab. Oh, hey, sie hat's. So, dann kannst du hier hingehen. Mehr brauchst du ja gar nicht. So, dann gehen wir jetzt mal. Lassen wir mal Alana hier ein bisschen alleine. So, aber dann muss ich den Part auch unbedingt beenden. Alana kann ja dann noch ein bisschen in der Lounge bleiben. Ich weiß ja, dass sie dann in der Zeit nichts macht. Aber tun wir mal so, als ob sie sich dann da amüsiert. So, hallo Silas. Okay. Wupp. Don schläft. Johnny schläft. Christian hat wohl etwas gegessen. Ja. Dann beende ich jetzt hier den Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.